Für einen klaren und wirklich ausgezeichneten Ton in deinen Videos brauchst du nicht unbedingt eine Profi-Ausrüstung, die dich viele, viele Hunderte oder Tausende Euros kostet. Wie du auch ohne großen Aufwand deutlich bessere, klarere, schönere Tonaufnahmen machen kannst, das erfährst du heute in diesem Video. Let's go! Mein Name ist Alex Feig, ich bin Filmemacher von Business Film, die bewegen, und auf diesem Kanal möchte ich dir meine besten Tipps und Tricks rund um dein Videomarketing geben. Falls du dazu mehr wissen möchtest, dann abonniere sehr gern mal meinen Kanal, um dann jede Woche 3 neue Videos von meiner Seite zu bekommen mit neuen Infos, neuem Input rund um die Themen Videomarketing und Videoproduktion. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann likes natürlich sehr gerne und teils mit deinen Freunden. Ja, du kennst es, ständiges Rauschen im Hintergrund, so ein halliger Ton, dauernd Autolärm, irgendein Zug, der vorbeifährt, Kollegen, die nebenan quatschen, Kinder, die schreien und dann ein Sprecher vor meiner Kamera, den man aufgrund dieser Situation außenrum kaum noch versteht. Das kenne ich selbst, das kennen viele und es ist im Grunde der Albtraum für jeden Filmemacher. Aber um auch in solchen extremeren Situationen wirklich einen richtig guten, klaren Ton für dein Video aufzunehmen, braucht es eigentlich gar nicht so viel. Ganz kurz vorweg, Mikrofone in der Kamera, sagen wir mal jetzt eine kleine Kamera, Spiegelreflex oder sogar Handy, Smartphone, die nehmen im Grunde fast alle Nebengeräusche mit auf. Da diese Mikrofone nicht gerichtet sind, bedeutet eigentlich in jede Richtung gleichmäßig aufnehmen und das Mikro kann einfach nicht unterscheiden zwischen den wichtigen und unwichtigen Geräuschen, da es alles gleichmäßig linear aufnimmt. Und es lässt sich nicht ausrichten, sprich ausrichten auf den Sprecher. Und deswegen sind solche meistens Kugel- oder Stereomikrofone, die verbaut sind von Haus aus in diesen Kameras, für Tonaufnahmen meistens eher unbrauchbar. Es gibt natürlich aber auch bessere Lösungen. Und zwei davon sind: entweder du benutzt ein Richtmikrofon, das bedeutet, das Mikrofon ist so gebaut, konzipiert, dass es nur in eine gewisse Richtung oder einen gewissen Winkel hauptsächlich aufnimmt. Natürlich geht noch ein bisschen was vom Hintergrund, von den Umgebungsgeräuschen mit. Aber Richtmikrofone haben die Charakteristik, dass sie wirklich hauptsächlich dahin fokussiert aufnehmen, wo dann auch der Sprecher steht. Das heißt, Richtmikrofone kriegst du teilweise echt schon für 20, 25 Euro. Für den Anfang ist das völlig in Ordnung. Hast ein Kabel, schließt es an und kannst es deinem Menschen vor der Kamera wirklich schön nah hinhalten und somit sorgst du dafür, dass dieser Ton auch deutlich besser rüberkommt als von einer Kamera, die dann 2 Meter weiter hinten steht und sämtliche Geräusche mit auf. Also Richtmikrofon, erste Möglichkeit. Möglichkeit Nummer 2 sind Lavalier-Mikrofone. Das ist hier sowas, was ich hier dran habe. Das ist zwar von der Charakteristik auch ein Kugelmikrofon. Kugelmikrofon bedeutet, wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass das Mikrofon eigentlich in alle Richtungen fast gleichmäßig mit aufnimmt. Aber der Vorteil ist, dieses Lavalier-Mikrofon trägst du sehr nah am Körper. Und dadurch ist auch die Distanz zu dir deutlich geringer als zu dem, was um dich herum passiert. Schau mal in Talkshows, da werden eigentlich nur Lavalier-Mikrofone verwendet. Und das Schöne ist, du kannst sie wirklich, sind klein, du kannst sie mit Handy verbinden, du kannst sie mit einer normalen Kamera verbinden, gibt es mit Funk, gibt es mit Kabel, ganz egal, wie du das möchtest. Und ja, wie gesagt, schön einfach montieren, unauffällig, und du erreichst mit solchen Lavalier-Mikrofonen meistens einen sehr, sehr guten Ton. Und wie gesagt, das Schöne ist, du kannst es eben so platzieren, dass eben nur die Stimme des Sprechers aufgenommen wird. Sorgt dafür, dass der Abstand von deinem Mund zu dem Mikrofon nicht zu groß ist und dass hier am besten in diesem Fall kein Rauschen entsteht. Das heißt, dass kein Anzug drüber liegt oder irgendwas, damit das hier drüber kratzt über das Mikrofon und dann irgendwelche Klopf- oder Rauschgeräusche entstehen. Und wie gesagt, egal was du nimmst, ob jetzt ein Richtmikrofon, so Lavalier-Mikrofon, entweder mit Kabel oder mit Funk, alles mittlerweile möglich und absolut bezahlbar. Ja, absolut bezahlbar vielleicht noch dazu, also ich denke 40, 50 Euro bekommst du sowas hier auf jeden Fall schon bei Amazon oder diversen Händlern. Das hier ist jetzt, ja, was deutlich höheres, das, so ein Mikrofon ist jetzt ein Sennheiser,
kostet natürlich ein bisschen mehr. Aber es lohnt sich da natürlich auch mal zu investieren, wenn du sagst, du möchtest das eh die nächsten Jahre machen. Und, Entschuldigung, solche Mikrofone verwenden, mehr Interviews machen, dann lohnt es sich auch mal nicht nur 20 oder 40 Euro in die Hand zu nehmen, sondern vielleicht mal 200, 300 Euro. Denn dann hast du im Regelfall etwas, das du viele Jahre später noch genauso verwenden kannst und das nicht so schnell kaputt geht. Also heute hängt mir irgendwas im Hals, es ist egal. Ein kleines Ansteckmikrofon ist also wirklich empfehlenswert, könnte ich sagen. Es ist günstig, es ist wirklich einfach in der Handhabung und du wirst damit in deinen Videos ja deutlich weniger störende Nebengeräusche haben und somit die Sprecher werden viel, viel besser zu verstehen sein. Ja, wenn du dir mehr Infos wünschst zu deinen Themen zum Thema Videomarketing, klick einfach mal auf diesen Link hier unten und schau mal, was du dort findest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es likest, wenn du es teilst und wenn du Fragen hast zu diesem Mikrofon, dann stell mir diese Fragen selbstverständlich gern. Mein Team oder ich werden dir diese Fragen natürlich sehr, sehr gerne beantworten. Ansonsten war es das für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib kreativ, dein Alex Falk.